Sonst, was soll ich mit dem zu Hause? Also, kuscheln? Ich habe Frau dafür. Es sind minus 30 Grad im südlichen Sibirien. Die Russlanddeutschen Vova und Julia Werner haben in Deutschland alles aufgegeben. Freunde, Familie, Job, um hier zu leben. 7000 Kilometer von Deutschland entfernt, mitten in der eisigen Taiga. Es ist ein Leben am Limit. Von Rostock nach Helsinki, ja, und dann nach St. Petersburg, Richtung Sverdlovsk, Novosibirsk und bis nach Abakan und Abasa. Also. Ja. Lange Strecke. Ne? Die Werners packen für Sibirien. Als Jugendliche sind Vova und Julia mit ihren Familien nach Deutschland gekommen. Damals hatten sie drei Koffer. Jetzt, nach vielen Jahren in Dortmund, brauchen sie einen ganzen Anhänger für den Weg zurück in den Osten. Was hast du gesagt? Das ist nach Sibirien. Ja, ja. Ja, wirklich? Ja, das ist so. Sibirien? Das ist kalt, das ist. Nee. Das verarscht mich jetzt. Glaub ich nicht. Familie, Verwandte, Freunde. Keiner von ihnen würde seinen materiellen Wohlstand, seine Arbeit oder Ausbildung aufgeben, um ausgerechnet nach Sibirien zu ziehen. Zwei Jahre haben die Werners überlegt. Aber Sibirien ist nun mal das Land ihrer Träume. An der Grenze zur Mongolei wollen sie ein Ökodorf mit aufbauen. Ein Glückstaler zum Abschied. Wollt ihr nicht doch lieber hier bleiben? Julias Eltern fehlen die Worte. Pass mir ja gut auf sie auf. Vielleicht ist es ihre russische Seele, die Vova und Julia in die Wildnis, ins Abenteuer ruft, sodass noch nicht mal ihre Familie sie aufhalten kann. Kilometer Strecke liegen vor ihnen, bis zu ihrem Zielort. Ein Dorf, das sie kaum kennen, aus dem noch nicht mal ihre Familien stammen. Doch die beiden kennen keine Zweifel. Nur der Anblick von Novosibirsk lässt Julia ein bisschen wehmütig werden. Zu schmutzig. Nee, in Dortmund fand ich alles gemütlicher als hier. Da ist alles sauberer, alles ordentlich und bin viel gemütlicher. Hier ist alles ein bisschen so durcheinander. Alles. Das endlose Russland fließt vorbei. Hier gibt es viele ungesicherte Straßen. Und Autobahnen, die unvermittelt im Nichts enden. Hier müssen wir rauskommen. Wir müssen aber nach links. Dann fahren wir hier raus und dann darüber. Aber warum nicht dahin zurück? Man braucht schon mindestens russische Gelassenheit und Improvisationsfreude, um die Strecke bis nach Tscherkassien im Süden Sibiriens zu fahren. Sind wir angehalten worden von der Miliz also hier und hat er gefragt, also, wo fahren Sie hin mit so einem Wagen also, und mit dem Hänger? Ja, und da haben wir gesagt, also, ja, wir ziehen nach Tscherkassien. Da hat er so ein bisschen so gemacht, Papiere abgegeben, lachend. Ist er wieder zurückgegangen zu seinen Kollegen, hat er wahrscheinlich was erzählt. Wir haben noch ins Spiegel geguckt, wie die ein bisschen gegrinst haben. Also, das ist bestimmt über uns gewesen. Also. Es sind nur noch wenige hundert Kilometer bis zum Ziel. Vor einem Jahr waren Julia und Vova schon einmal dort. Damals haben sie sich ein Grundstück in der Ökosiedlung gekauft. Und sich mit ihren zukünftigen Nachbarn angefreundet. Die ersten Tage können sie jetzt auch bei ihnen übernachten. Achso, das ist ja Licht, ja genau. Ludmila und Viktor haben sie schon erwartet. Genauso wie ihr kleines Bärenkind. Oh, na, mich nicht gesehen. Oh,
Wow, das ist wirklich ein Bär und noch ganz klein. Morgenstimmung über dem Altaigebirge. Vovas und Julias neue Heimat. Das Dörfchen Imek. Endlich zu Hause. Frühstück bei Ludmilla, bevor es raus ins Dorf geht. In einem Jahr wollen sie alle zusammen in der Ökosiedlung wohnen. Aber noch steht nichts. Und so wohnen sie übergangsweise im alten Dorf. Auch Julia und Vova werden hier erstmal ein Haus beziehen, das sie noch nie vorher gesehen haben. Mindestens 100 Jahre muss es auf dem Buckel haben. Die Besitzer sind längst in die Stadt gezogen. Umgerechnet 5 Euro Miete kostet es im Monat, ohne Toilette und fließend Wasser. Richtig eine Hilfe, ja. So eine Klappe hat hier jedes Haus. Sie führt zum frostsicheren Kartoffelkeller. Da sind nur zwei Zimmer hier. Aber lieber hier als im Zelt übernachten. Draußen im Dorf sind die neuen Nachbarn bereits aufgefallen. Um Himmels Willen, ihr müsst doch euer Tor zumachen. Da hinten ist doch ein Kartoffelfeld. Wenn ihr die Schweine reinlasst, fressen sie die Saatkartoffeln. Die erste Begegnung mit den Dorfmitbewohnern und ihrer harten Welt. Der Schutz der Saatkartoffeln ist hier eine Überlebensfrage. Heute ist Russlandtag, der Nationalfeiertag, und die verbliebenen 120 Einwohner feiern. Die drei Nachbarsfrauen auf ihre ganz eigene Art. Die Neuankömmlinge, die ihr ehemaliges Kolchosenland gekauft haben, sind natürlich das Gesprächsthema. Wissen Sie, ich bin mir ganz sicher, dass das eine Sekte ist. Ja, ja, eine Sekte, also... Wie kommen Sie darauf? Bin mir sicher. Angeblich essen die kein Fleisch. Wir lieben Fleisch. Gemüse kann ja jeder essen. Aber was ist schon Gemüse? Während die Nachbarinnen noch weiter feiern, haben sich Vova und Julia in ihrem Häuschen etwas eingerichtet. Ihr Siedlerkollege Viktor hilft ihnen, sich zurechtzufinden. An ihrem Tisch gibt es statt Wodka Hekse. Und die alten Dorfbewohner sind das Thema. Deren Armut und die Alkoholprobleme. Hier fehlen nur die Führungskräfte, also mehr nicht. Also muss man die Leute nur auf die richtige Weg stellen. Also wenn die Arbeit haben, dann haben die keine Zeit zum Saufen. Das ist das. Wenn die eine Ziel haben, dann haben sie keine Zeit zum Saufen. Ja, Ziel, also ein bisschen Geld verdienen. Haus zu bauen, Kinder. Erziehen. Ja. Ein Haus bauen, Kinder bekommen. Das soll Vovas und Julias russische Welt werden. Weit weg von ihrem alten Leben in Deutschland. Wir haben 6 Stunden Unterschied. Und doch gehen sie es mit deutscher Gründlichkeit und Zielstrebigkeit an. Sogar an den Kinderwagen fürs erste Kind haben sie gedacht. Denn das kommt hoffentlich schon bald. Also normalerweise in 9 Monaten. Auch mit im Gepäck Julias Gartenbücher. In einem Jahr, wenn ihr gespartes Geld verbraucht ist, wollen sie hier eine Blumenzucht aufbauen und davon leben. Die vielen elektrischen Geräte, die die beiden mitgebracht haben, amüsieren Viktor. Damit könnte man das ganze Dorf lahmlegen. Unser Netz ist für maximal 1500 Watt ausgelegt, aber schon dieser Wasserkocher braucht 1000 Watt. Wenn die alles gleichzeitig einschalten, fangen die Kabel sofort an zu brennen. 2 Welten prallen gerade aufeinander. Ich habe sogar Bücher auf Deutsch gebracht. So. Zum Beispiel sowas. Und Zeit. Ja. Ja, wir sind Deutsche. Wir bleiben aber immer Deutsche. Also, obwohl wir in Deutschland Russen waren. Nein, Russland sind wir. In Russland sind wir Deutsche und in Deutschland sind wir Russen. Unser Nachbar hat gefragt, ob wir einen
irgendwo Hände waschen können. Ich habe gesagt, na, wir haben noch nichts. Er sagt, naja, okay, gib mir ein Messer. Dann geht er raus. Ich habe gesagt, wofür? Naja, brauche ich. Dann komme ich raus, er hat sowas gemacht. Hier müssen wir Wasser auffüllen. Und da geht es. Auf kann man Hände waschen. Funktioniert. Schön. Die Toilette nimmt Vova mit Humor. Ja, das ist eine riesige Luxustoilette. Wir finden uns Platz überall, wo man will. Schön luftig, also bleibt kein Geruch drin, also einfach schön. Also eine schöne Aussicht also nach draußen, also das kann man hier sitzen und den Himmel betrachten. Vor den Zäunen des alten Dorfes beginnen die ehemaligen Schafweiden. Hier draußen soll das neue Ökodorf entstehen, das Waldquelle heißen wird. Direkt vor dem Hügel haben sich Vova und Julia 3 Hektar Land gekauft, für rund 6.000 Euro. Viktor hat Stämme für die Markierung der Grundstücksgrenzen und den Zaun besorgt. So, den Stamm kann doch einer alleine tragen. Gut, dann hole ich noch einen. Wenn der leichter ist, dann trage ich auch deinen. Ja, wir müssen einen Fäusten also in die Ecke reingraben, also damit wir Territorium sehen. Also, sonst haben wir keine Übersicht hier. Also. Gegenseitige Hilfe gehört zu den Prinzipien in der Waldquelle-Siedlung. Die Gemeinschaft ist das Wichtigste in unserer Siedlung. Wenn wir den Zaun bauen, werden alle, die da sind, mithelfen. Und wenn Vova gut vorbereitet ist, schaffen wir alles an einem Tag. Zwei Holzhütten wollen Vova und Julia bauen. Für Julia ist das hier das Paradies. Sie ist glücklich und zufrieden, hier zu sein. Das ist genau das, was ich wollte. Ich sehe noch ein Blümchen da. Eigentlich sind sie schon zu spät für diese Zeit, aber hier ist noch eine. Wow, schön. Am nächsten Morgen erinnert der Regen daran, dass nicht alles immer nur einfach sein wird. Kann nicht immer nur gemütlich in Momenten kommen. Bei Regen brauchen wir auch. Weil da oben war alles zu trocken. Julia glaubt fest an ihren Traum von der neuen Heimat, an das Leben mit der Natur. Ein paar Häuser stehen schon in der Waldquelle-Siedlung. Dieses Sommerhaus, inklusive Banja, der sibirischen Sauna, soll bald fertig sein. Wir gucken noch, ich habe schon einen Plan gemacht, aber jetzt komme ich zu allen, die schon gebaut haben und gucke, wie das in Realität aussieht. Ja, so ähnlich möchten wir auch bauen. 6 Monate später. Vova hat sich beim Hausbau das Bein gebrochen. Und Julia ist tatsächlich schwanger. Seit Wochen liegt schon Schnee bei minus 30 Grad. Trotzdem haben sie keine Sekunde an ihrer Entscheidung gezweifelt und vor wenigen Tagen ihr selbstgebautes Haus bezogen. Nächstes Mal, wenn wir nach Deutschland fahren, dann können wir schon mal zeigen, dass wir das haben. Ja, das ist unser Haus. Klein Häuschen erstmal. Für Anfang. Ja, später wird das für Gäste sein. Am Anfang haben wir Döner und Pizza vermisst. Und natürlich unsere Verwandten und Freunde. Es wäre schön, sie in der Nähe zu haben. Aber zurück gehe ich nicht. Gerne im Urlaub, aber leben kann ich in Deutschland nicht mehr. Ich würde mich immer nach hierher zurücksehnen. Es ist russisches Neujahrsfest. Vor kurzem, als die Nachricht von Julias Schwangerschaft kam, hat es ihr Vater Andrei Lamert nicht mehr ausgehalten. Er beschloss, selbst nach Sibirien zu reisen, um nach dem Rechten zu sehen. Ich bin schon sehr gespannt auf ihr kleines Häuschen und wie die Menschen dort leben. Als Vater mache ich mir schon Sorgen, dass meine Tochter ausgerechnet in Sibirien ihr Glück sucht und dort leben und Kinder haben will. Endlich der Anflug auf Abakan, die tscherkassische Hauptstadt. Mit gut 8 Stunden Verspätung. Um den Vater abzuholen, sind Vova und Julia extra 200 Kilometer weit angereist. Etwas schüchtern und verlegen ist der Vater beim Anblick der schwangeren Tochter. Ich dachte, du kommst früher. Schöne Mütze. Und du, kannst noch nicht ohne Krücken gehen?
Es geht schon. Ich brauche sie nur unterwegs. Zu Hause geht's auch schon ohne. Julia zeigt ihrem Vater stolz die Gegend. Deswegen wollten wir, dass jemand von der Familie kommt oder beide, oder dass wir das endlich mal sehen, wo wir hingelandet sind. Beim ersten Zwischenstopp ist der Vater beeindruckt. Schöne Landschaft. Da ist noch so ein neuer Baum. Also das ist hier nach dieser Tradition, wenn man da Münzen hinschmeißt. Also, ne, dass man sagt ihm, also, dass er wieder hierher kommt. Also. Julia, komm. Du bringst Glück und sag, wie, weil du sagst, du willkommen noch einmal. Ja, willkommen. Ja, und viel Glück. Vielleicht wird André Lamert also öfter kommen, nachdem er Geld unter den Wunschbaum geworfen hat. An diesem Ort versteht er auf jeden Fall Julias Sehnsucht nach mehr Luft und freiem Atem, für die sie von Dortmund bis an die Grenze zur Mongolei fahren musste. Aber Sibirien hat auch andere Seiten. Bei minus 25 Grad bleiben sie mit dem eigens für Sibirien gekauften Geländewagen im Schnee stecken. Aber sie haben Glück. Trotz Neujahrsfest kommt zufällig ein Holzlaster vorbei. Ein bisschen Improvisationsfreude und schon geht es raus aus dem Schnee. Es geht eben doch immer. Irgendwie zumindest. Super, sag mal, hast du mal 100 Rubel für die Leute? Danke, dass Sie geholfen haben. Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Ihnen auch alles Gute zum neuen Jahr. In Sibirien muss man eben Glück, Nerven und etwas Geld haben, um weiterzukommen. Am Nachmittag erreichen sie schließlich ihr neues Zuhause. Einen Bären haben sie nicht, aber dafür Barbos, einen kleinen Wachhund. Und Vater André staunt übers Haus. Er ist positiv überrascht. Dabei sind die Verhältnisse extrem einfach. Es gibt keinen Strom, denn der Generator ist eingefroren. Und unterm Dach sieht es auch noch eher nach einem Rohbau aus. Alles so machen, so packen hier. Ja, da ist noch viel Arbeit. Viktor ist extra gekommen, um den Gasherd anzuschließen, damit der Gast aus Deutschland wenigstens bekocht werden kann. Hier gibt es keinen Komfort, aber Julia ist glücklich. Ich träume hier kaum, weil ich vom Arbeiten so müde bin und ganz fest schlafe. Aufstehen, arbeiten, schlafen. Das ist mein Tag. Nach 7 Tagen im neuen Haus brennt endlich der eigene Herd. Das tröstet darüber hinweg, dass die Badewanne fehlt und die Toilette im Freien steht. Im Dorf hat man sich mittlerweile etwas an die Neuen gewöhnt. Ludmilla, die Dorfnachbarin, kann zwar überhaupt nicht verstehen, dass sie sich keine Kühe anschaffen wollen. Aber mittlerweile haben sich die Wogen um die angebliche Sekte geglättet. Ludmilla respektiert Julia und Vova sogar. Solange das anständige, fleißige Leute sind, die sich Mühe geben, die Erde zu bepflanzen und kleine Werkstätten zu bauen, finde ich das in Ordnung. Nur an diese Idee, dass sie ausgerechnet hier bei uns mal Obstbäume anpflanzen und zum Blühen bringen wollen, daran glaube ich nicht. Mit seinem Auto ist der frühere Lkw-Fahrer Vova mittlerweile ein gefragter Mann. Ja, wir fahren jetzt erstmal so einen Bekannten abzuholen, Irina. Ja, und dann fahren wir zum Postraum und dann Gasflasche auffüllen. Vova ist in seinem Element. Was er sich vornimmt, zieht er durch. Im Frühjahr will er ein Gewächshaus bauen für Julia und ihre Blumen. Am Abend findet er auch endlich Zeit für ein ausgiebiges Gespräch mit seinem Schwiegervater. Und zwar bei der Küchenarbeit. Ich bin froh, dass ich mir selber ein Bild machen kann, wie die beiden hier leben. Und was ich sehe, finde ich sehr beruhigend. Ja, wir fühlen uns auch wohl hier.
Und so wie es sich jetzt hier entwickelt, gefällt es uns auch sehr. Also, falls meine ganze Familie in Deutschland mitkommen würde, könnte ich mir sogar vorstellen, auch hierher nach Sibirien zu ziehen. Auf jeden Fall werde ich mal meine Frau fragen, ob sie nicht auch hierher will. In nur 6 Monaten haben Vova und Julia Werner ihr Leben umgekrempelt, haben mitten im Nirgendwo ein Haus gebaut. Bald wird ihr erstes Kind geboren. Sie sind immer noch überzeugt, dass es richtig war, hierher auszuwandern. Denn in Sibirien haben sie ihre Heimat gefunden.